Das ist Devil. Heute zum Thema Bankraub, Herbstlaub, Blackout. Zugeschaltet aus dem Bahnhofsbuffet Alte, der Kilian Ziegler. Und da ist er, ihre satirische Kernkraftwerk, der Dominik Devil. Hallo miteinander. Grüß dich. Kaffe mal. Grüß miteinander. Herzlich willkommen am Sonntagabend hier im Forum. Und auch daheim natürlich in den bequemen Fernsehsesseln. So. Debil, ja, Ukraine, Klima, Corona-Welle, die wieder anrollt. Hey, man mag nicht mehr, ja. Zum Glück gibt es so viele Ablenkungsmeldungen in den Medien. So nennen wir die News, wo unsere ganze Empörung so richtig zielgerichtet, ja, anzieht, wo man die ganze Energie loswerden können. Klimaaktivistinnen von Renovate Switzerland haben in der ganzen Schweiz Autostrassen blockiert. Haben Sie das mitbekommen? Ja, zuletzt in Zürich. Haben die sich auf die Strasse geklebt? Das ist unfassbar, ja. Du bist doch klar, wie man in Zürich den Verkehr aufhalten kann, mit der guten alten Art. Mit noch mehr Auto. Warum kommen die auch alle mit dem Velo? Das verstehe ich nicht. Ja? In Bern hingegen ist es zu dieser Szene gekommen. Schaut. Ja, klassisches Berner Rasendelikt. Habt ihr das gesehen? Ich kann den Lastwagenfahrer verstehen. Ja? Ich muss mir vorstellen, du bist von Polen 18 Stunden nonstop unterwegs und dann das. Weißt du, der musste schiffen. Komm! Die Kommentarspalten waren voll gewesen, ja, mit Solidaritätsbekundungen. Aber nicht nur für die Aktivisten, die euer Leben riskiert haben, sondern vor allem für den Lastwagenfahrer. Schau mal, was da gestanden ist in den Kommentaren. Weiß jemand, wer der LKW-Fahrer ist? Möchte ihm gerne eine Kiste Wein oder einen Früchtekorb schicken? Ja? Klar, was schenkt man so einem Lastwagenfahrer? Ja? Wo berufswegen den ganzen Tag am Steuer sitzt. Ja? Eine Kiste Alkohol, das kann er brauchen. Und hey, weißt du, wie der sich freut? Ja? Die ganze Woche kannst du Früchte aus Polen umeinander und daheim wartet ein Früchtekorb. Super toll. Dankgutschein, das wäre besser gewesen in diesen Zeiten. Ich habe mir das auch angeschaut und habe, mir sind da die Banner aufgefallen. Habt ihr das gesehen von diesen Protestlern? Da frage ich mich, ist das ein Klimaprotest oder doch Guerilla-Werbung für Rivella gewesen? Also ein Klimaprost, sozusagen. Ach, aber da hätte man sich herrlich aufregen können. Wisst ihr über was auch noch? Über die Post, ein Durbrenner. Ei, die Meldung. 10 Rappen Rechnung der Post macht Andrea M. rasend. Rasend macht das Andrea! Das bewegt das Symbolbild. Und das Tollste ist, wir alle können uns mit aufregen, abzumelden. Ja, wir können uns fragen, wo wird sich jetzt Andrea M. festkleben? Wahrscheinlich gerade aufs Kuvert selber, oder? Schickt ihr der Andrea jemanden Früchtekorb oder läuft sie mit einem Gipfeli Amok in einer Postfiliale? Das ist nämlich auch passiert. Habt ihr das gelesen? Hat wirklich jemand gemacht? Hat mit einem Gipfeli eine Postfiliale ausrauben? Hey, wie dumm! Ja? Also nicht wegen dem Gipfeli, sondern einen Postschalter ausrauben? Was gibt es denn hier zu holen? Hey, das ist ein Überfall. Ich will 1 Million Franken. Sehr gerne in A-Post oder B-Post, Märkli. Ist mega doof. Aber Gipfeli als Waffe sind ja schon mal ein guter Lösungsansatz in den heutigen schwierigen Zeiten, finde ich. Ja? Apropos Esswaren als Waffe. Schau, habt ihr das gelesen? Ein hässiger Kunde hat Coop-Mitarbeiter mit Essen beworfen. Ja, weil am Montag hat man ja im Coop nicht mit der Karte können zahlen. Ei, endlich den ganzen Frust können loslassen über die Welt im Coop. Ja? Sich an der Papeterieabteilung am Boden festkleben. An der Kasse extra mit 10 Rappenstückchen zahlen. Ja? Und da noch mit A-Postmarken zahlen. Ja? Da hast du gerade ein Kilo Ohrfeigen für mich und dich. So hat es tönt im Coop. Aber ja, die Leidtragenden sind ja nicht die Kundinnen gewesen, sondern die Coop-Mitarbeitenden. Die sind so gewesen, die den ganzen Frust abbekommen haben. Und für die jetzt keine Früchtekorb gegeben von der Geschäftsleitung, sondern einen Maulkorb. Ja? Ja, man hat den Coop-Angestellten wirklich verboten, mit den Medien über die ganze Sache zu reden. Lieber Coop, schau, hier eine Möglichkeit, um den Einkauf von euren Kundinnen in Zukunft entspannter zu gestalten. Stress, genervt oder verzweifelt auf der Weltlage? Besuchen Sie eine von unseren Relax-Filialen. Cool down, bitte.
entdecken Sie unsere grosse Auswahl an Peace Guarantee Produkten. Zum Beispiel Low Energy Drink, Chill con Carne oder unsere herrlich langweilig Peace Arm. Lassen Sie sich gut schweizerisch entschleunigen bei einem gemütlichen Münzzähler an der Kasse. Beruhigen Sie Avocado drücken oder Biogurken rauchen. Hören Sie auf Stimmen aus anderen Sphären. Alles wird gut. Im zweiten Stock sind Bananen 30% Aktion. Migro ist doof. Alles wird gut. Entschleunigen Sie sich bei einem von unseren 10 Meister hinter der Kasse. Checken Sie sich anschließend bei einem von unseren Self-Checkout-Kassen aus dem stressigen Alltag aus und überpiepen Sie nerviges Zeug einfach. Hut! Krieg! Migro! Nur zum am Schluss daheim feststellen. Verdammt, schon wieder die Abfallsäcke vergessen. Aber easy, wir haben ja extra lang offen für Sie. Cool down. Für mich und dich. Nur mit Barzahlung möglich. Ja. Dann am Dienstag, haben wir mitbekommen, ist UNO-Weltmädchentag. In diesem Rahmen ist unser Außenminister Gassis für einen Tag von der 22-jährigen Jus-Studentin Bettina Brunner ersetzt worden. Haben Sie vielleicht gelesen? Und was soll ich sagen? Niemand hat an dem Tag den Gassis vermisst. Ja? Aber Bettina ist auch wunderbar durch das Bundeshaus durchgewirbelt. Schaut mal. Nice to meet you, Bettina Brunner. Very nice to meet you, Bettina. Mein Highlight heute war, Herrn Bundespräsident Ignacio Cassis kennenzulernen und seinen Alltag mitzuerleben und auch die norwegische Botschafterin in Bern zu begrüßen. Ja, zack, 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 da ist etwas gegangen in Bern mit der Bettina. Krass, mit 22 bereits im Bundeshaus. In diesem Alter habe ich noch gehofft, dass ich in unsere Dorfdisco reinkomme. Der Gassis war jedenfalls sichtlich froh, dass er das richtig geniessen konnte, weil jetzt hat er ja den Rest des Jahres nichts mehr zu tun. Eigentlich. Bettina Brunner hat nämlich an dem einen Tag den Rahmenvertrag unterzeichnet, alle in der Schweiz bunkern die Oligarchengelder an die Ukraine ausgezahlt und Glencore enteignet. Geht doch! Wunderbar, beeindruckend. Ich bin überzeugt, hätte sie noch 10 Minuten mehr Zeit gehabt, hätte sie wahrscheinlich auch noch die Sanktionen gegen den Iran erlassen können. Die gehen nämlich seit Wochen Sicherheitskräfte vom iranischen Regime mit aller Härte und Gewalt gegen protestierende Frauen vor. Im ganzen Land steigen die Iranerinnen auf die Barrikaden, um für ihr Recht und gegen das Mullah-Regime zu kämpfen. Hier zum Beispiel haben sich Schülerinnen ihrem Kopftuch entledigt und vertrieben den Schulleiter vom Schulgelände. Ja. Die Zeit von deinen Mutter-Jokes ist definitiv vorbei im Iran. Jetzt gibt es noch deine Mullah-Jokes, Dieter, könnte man vorstellen. Also im Iran ist eine feministische Revolution im Gang. In einem Land, wo Frauen schon nur für das falsche Kopftuch tragen, können auspeitscht werden. Und wie hat sich der Gassis diese Woche gezeigt? Und jetzt Bandbieter. Aha, voll ans Ohr ist das, ja. Aber wie könnte man echten Menschen ja, im Iran, wo es keine freie Wahlen gibt, wie könnte man denen helfen? Hm? Vielleicht mit einem System-Update? Oder vielleicht eher mit einem erzwungenen Neustart, also international den Stecker ziehen? Der Ruf nach Sanktionen gegen den Iran wird immer lauter, auch bei uns in der Schweiz. Was meint denn der Gassis dazu? Iran ist heute massiv sanktioniert und dies seit Jahren. Seit Jahren. Also der Verkehr, der Handel mit Iran ist heute stillgelegt. Das kann kein Mensch machen. Also was kann kein Mensch machen? Kreis der EU-Staaten tue ich gerade alles dafür, dass wir Sanktionen auf den Weg bringen können. Sanktionen gegen diejenigen in Iran auf den Weg zu bringen, die ohne Rücksicht Frauen im Namen der Religion zu Tode prügeln, Demonstranten erschießen. Ja, die EU und England wissen sehr wohl, was man machen könnte. Die haben das im Gegensatz zu der Schweiz auch schon fleissig geübt im Frühling. Also Konten einfrieren und strenge Einreiseverbote gegen Mitglieder und Unterstützer vom iranischen Regime zum Beispiel erlassen. Warum die Schweiz wieder nicht mitzieht, ist unverständlich. Im Bundesrat ist die Sache immerhin ein Tweet wert gewesen, wo er die Zitat übermäßige Gewalt im Iran verurteilt. Als wenn es genau richtiges Maß an Gewalt gäbe, wenn 15-jährige Mädchen nicht geknüppelt werden. Unglaublich und sehr beschämend, finde ich. Einmal mehr. Ach, wo ist noch mal Bettina Brunner, wenn man sie einmal brauchen würde? Apropos,
Sehr gut hat mir die Szene von der Bettina, ja, mit der neuen norwegischen Botschafterin im Bundeshaus gefallen. Schau mal. Right here? Ja, right here. Ja. Was zeigt Bettina, da, der norwegischen Botschafterin? Das Empathielevel von der Schweizer Außenpolitik? Ja. Right here. Oder ist es nur der Ueli Maurer, den sie zeigen will? Ja. Aber fragen wir sie doch einfach selber, Bettina sitzt heute im Publikum. Bettina Brunner! Hallo, Bettina! Ja, Bettina, ist ein, glaube ich, eine sehr aufregende Woche für dich, ja, wenn du jetzt schon alles drauf hast. Ein Mann von Welt, ja, wo Schweiz bekannt ist und der Gassist, das ist Wahnsinn. Sag mal, du bist ja eigentlich die Person, der Mensch, der wirklich bestätigen kann, ja, der Gassist, der gibt es wirklich. Ja? Ist das so? Gagmässig muss das jetzt schwierig sein für dich, aber ich kann dir sagen, ja, es gibt den Gassist. Oder... Es war wirklich ein sehr, sehr realistisches Hologramm. Okay. Hast du jetzt schon während dieser Nummer hast du schon ein bisschen so Stockholm-Syndrom verspürt? Also tut dir das schon ein bisschen weh, wenn wir hier unsere Jokes über den Gassis machen? Ich halte das gerade noch aus. Das ist okay. Das Level geht noch knapp. Da bin ich sehr froh. Was hast denn du vor in der Zukunft? Gibt es noch andere Männer, denen du jetzt gerne den Job wegnehmen die würdest vertreten? Ja, es gibt auch beim SRF die eine oder andere Sendung, die noch in Männerhand ist. Zum Beispiel deine. Ja, gut. Also Saalschutz bitte raus mit dir. Saalschutz, bitte schön. Bettina Brunner, da. Aber auch in der Schweiz tätscht es und klopft es. Ja? Habt ihr gesehen, immer wieder werden bei uns Bankomaten gesprengt. Ja, gesprengt. Ist aber auch mühsam, wenn man die ganzen PIN-Codes merken. Verstehe ich schon. Schaut euch mal die Bilder an. Das ist die dritte Explosion, nicht einmal 10 Meter neben der Wohnung von Michelle Sargent. Ja, boom, rabiat, oder? Da sind der Räuber offensichtlich Gipfeli ausgegangen, könnt ihr mir vorstellen. Aber hey, zum Glück haben wir die Polizei und die hat bereits einen heissen Verdacht. Die Patrouille sind dann ausgerückt und konnten feststellen, dass der Bankomat gesprengt worden ist. Gut, ja? Tatsächlich gesprengt. Der Bankomat ist nicht renoviert worden. Ich glaube, um den Fall zu lösen, muss man in den Untergrund gehen. Zum kriminellen Hotspot in der Schweiz. Dort, wo solche Sachen auch wirklich geplant werden. Ins Bahnhofsbuffet Olten. Nächster Halt, Olten. Überall klopft es. Aber nicht nur hier bei mir, live vor Ort im Bahnhofsbuffet Olten, sondern in der ganzen Schweiz. Ja, an jeder Ecke werden gerade Bankomaten gesprengt. Wir können sagen, in Sachen Explosionen gibt es einen regelrechten Boom. Ja, ist das vielleicht eine neue Tradition? Weißt du, ein bisschen wie beim Böck am 6. Lüten. Kann man vielleicht anhand der Explosionen Voraussagen machen? Also kommt aus dem gesprengten Bankomat viel Geld raus, dann gibt es eine Konjunktur. Kommt wenig Geld raus, dann gibt es eine Rezession. Und kommt gar kein Geld raus, dann ist es wahrscheinlich ein Bankomat von der Credit Suisse. So, ja. So, eine Sprengung ist unglaublich brutal. Da bin ich dagegen. Ich bin gegen jegliche Form von Gewalt. Mein Motto ist «Make love, not war». Oder wie es auf Mundart heisst, «Mach Liebe, nicht war». Andererseits, das mit diesen Sprengungen, ich verstehe es. Also, ich finde es nicht gut, aber ich verstehe es. Schliesslich ist die Wirtschaftslage schwierig. Inflation bei stagnierendem Lohnniveau, teures Benzin, höhere Mieten und das Dynamit, um den Bankomat zu sprengen, wird auch nicht günstiger. Da musst du irgendwie zu Geld kommen. Was mich aber irritiert ist, wieso hat es bis jetzt keine Bankomatsprengungen gegeben bei uns, das Alte? Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen beleidigt. Auch wir haben auch die üblichen Banken, wie zum Beispiel UBS, CS und Raiffeisen. Du kannst sprengen, was das Herz begehrt. Bankomat, ja, Bankomat, Postomat, Aromat. So, in Alten ist sogar der Hauptsitz, und das ist wirklich wahr, in Alten ist der Hauptsitz von der alternativen Bank. Aber ehrlich gesagt, weiss ich auch nicht, was die alternative Bank so alternativ macht. Vielleicht musst du dort vor einem Bankomat den PIN-Code vortanzen oder so. Keine Ahnung. Gut, wahrscheinlich kommen auch keine Noten raus, sondern Umarmungen. Weiss nicht. Aber gut. Aber was hat ein Bankomat in einem Kaffee Eglisville, was einer in Alten nicht hat? Hat es dort besonders gutes Peng Shui? Vielleicht müssen.
Ich habe es lustig gefunden. Vielleicht müssen Bankräuber. Vielleicht müssen Bankräuber dort keine Angst haben vor der Polizei. Hilfe, Hilfe, der Bankomat ist gesprengt worden. Kein Problem, wir schicken unsere besten Leute von der Jungwacht, Spitex und Turnverein. Super. Ja, dann doch besser das Alte. Wäre doch praktisch. Alton's 11. Es hat einen perfekten Ort. Mega zentral, mit dem besten Fluchtweg. Einfach nach der Sprengung gemütlich in den nächsten Zug sitzen und mit dem erbeuteten Geld löst ich gerade noch einen Klassenwechsel. Nächster Halt, Bahamas, aussteigen, Fahrt durch den Strand. Voilà. So, jetzt muss ich selber auf den Zug. In dem Sinn, Prost und nochmal nicht gesprengt. Beste Grüße nach Alton zum Kilian Diegler. Spannende News. Spannende News haben wir diese Woche auch aus Basel gesehen. Stiftung Bosenektute bei der Basel hat Land gekauft. Aber nicht etwa in Basel selber Land gekauft, sondern im virtuellen Raum. Ganz Basel selber gehört wahrscheinlich anscheinend ja am Federer. Ja? Da muss man jetzt im Internet Land kaufen. Genauer im Metaverse. Was ist Metaverse? Fragen wir doch einfach den Erfinder. We believe the Metaverse will be the successor to the mobile internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. Ja, das ist der Vorteil. Haben Sie gehört, Bildschirme können einfach nicht das ganze Spektrum an menschlichen Emotionen vermitteln. Ja, etwas, was Mark Zuckerberg bekanntlich schon lange beherrscht. Schaut, da ist er glücklich. Hm? Da ist er traurig. Und da mega hässig. Ja? Also die ganze Palette. Senioren im Metaverse. Tönt jetzt nach einem Enkelklickbetrug. Ja? Was ist die Idee? Die Idee von dem Kauf, SeniorInnen müssen in Zukunft nicht mehr mühsam aus dem Haus gehen, sondern können sich dann als Avatar mit so 3D-Brille im Metaverse-Universum bewegen. Ich weiss es auch nicht, sich jedes Mal ins Metaverse einloggen, nur weil das Grosse wieder mal nicht aus dem Online-Casino herausfindet. Habe ich jetzt nicht so Bock. Ja? Tatsächlich soll also das Angebot von Bosenektute erste 40 bis 50 Jahre ausgebaut sein. Ja, geil. Dann kann sich meine Generation endlich mit diesen 3D-Brillen all die Sachen anschauen, die es dann nicht mehr gibt. Gletscher, die FDP und Benissimo. Ja? Wobei, Benissimo gibt es dann sicher noch, bin ich überzeugt davon. Wie viel kostet denn so im Metaverse der Quadratpixel? 15.000 Franken kostet die kleinste Parzelle auf der Plattform. Bezahlt wird in Kryptowährung. 15.000 Stutz, ja? Ich behaupte mal, 95% der Alten hätte lieber in Cumulus-Punkte investiert, als in das. Zur Verteidigung meint Bosenektute, die Parzelle sei an einer sehr guten Lage im Internet gelegen, ja? Was heisst das, eine gute Lage im virtuellen Raum, gerade für alte Menschen? Alle Schriften in Areal 38 dort? Oder schöne Anwesen mit grossen Windows? Hä? In der Nähe zu der Donnerstagsjass-App eventuell? Was mir auch gefallen an dieser Meldung, Bosenektute sucht jetzt für die Bebauung von dem virtuellen Land noch ArchitektInnen. Ja? Liebe Bosenektute, ich könnte meinen Sohn empfehlen. Der ist 12, hat 3 Jahre Minecraft studiert. Und er sucht eine neue Herausforderung. Ja? Und hey, Basel ist auch kein Problem, der will eh langsam ausziehen. So nicht können. Also vielleicht könnten die auch mal Basler Star-Architekten Herzog und Dümmeron schauen. Ja? Weil wer in Beirut Sklavenzimmer plant, könnte sich ja aus mit pixelgrossen Booten. Hm? Aber umso mehr ich mich ja, mit dem Thema auseinandersetze, umso mehr freue ich mich auf meine alte Residenz im Metaverse. Ich bin mega gespannt, was mein Sohn schon geplant hat für mich. Ja, ich muss glaub, dringend Sackgeld erhöhen, wenn ich mir vorstelle, dass es etwas wird. Aber apropos alte Leute und Internet. Hennessy, der Bundesrat, ist neu offiziell seit dieser Woche auf Instagram vertreten. Ja, wir werden jetzt nicht davon schimpfen und lästern. Zeigen wir mal den ersten Post dort. Okay? Ich würde sagen, 10 von 10 Punkten. Ja. Erster Kommentar zu dem Post, auch schön. Wie kann man sich bei euch bewerben? Ja? Ist wahrscheinlich der Albert Rüsti gewesen, könnt ihr mir vorstellen. Dann schaut mal, haben sie ein Film aufgeladen? Schaut mal. Wow, was ist das gewesen? Ja? Das weltschnellste Karaoke. Ja? Mich hat es ein bisschen an das erinnert. Aber hey, immerhin.
Immerhin, über 45'000 Follower hat der Account. Ja gut, wenn der ganze Nationalrat und ein Berser seine unehelichen Kinder abzieht, sind es auch nur noch 7. Aber für einen Aufreger hat weniger der Inhalt als der Aufwand für den Account gesorgt. 10 Vollzeitstellen sind geschaffen worden, um das Insta-Profil zu beackern. Also müsst ihr euch vorstellen, es sind mehr Insta-MitarbeiterInnen als für die Kardashians. Hm? Klar, es gibt ja auch einiges mehr Fotoschöppler. Nein, keine Angst. Nur ist kein OnlyFans-Account für den Bundesrat geplant. Wobei, da könnte der Maurer dann mal schon den ganz normalen Ueli zeigen. Ja? Auf Ueli-Fans, sozusagen. Hm? Aber wichtig ist, kommt denn jetzt jeder Bundesrat und jede Bundesrätin so ein Insta-Department über? Testet der Gassis jetzt auf seinen Reisen geile Infinity-Pools eventuell? Bringt der Berse jetzt den geile Health-Content zu seinen Bros über? Stellt Amherd regelmäßig die neuesten Gadgets vor? Aber vor allem zieht jetzt der ganze Bundesfluencerrat eigentlich auf Dubai, habe ich mich gefragt. Wie auch immer, wir von Döbel gehört auf jeden Fall seit heute zu den Followern dazu und wünschen viel Glück beim Content produzieren. Ist nämlich nicht immer so einfach, wie es scheint. Wow, schau mal die schöne Aussicht. Also Aarau ist toller, als man meint. Total. Komm, wir machen das selbst. Oh ja, gut. Scheiße, ich bringe doch gar nicht die ganze schöne Aussicht. Ja, blöd. Schau mal, da hat es mega viele Leute. Komm, frage jemanden. Okay, aber nur schnell, wir müssen noch ein bisschen vorbei. Ist gut. Also der jugendliche Gangster, der sieht nicht vertrauenswürdig aus. Nein, der klaut das nur noch das Handy. Sorry, willst du mein Fettli oder so? Du willst mein Fettli? Nein, wie kommst du darauf, dass wir ein Fettli wenden? Der ist wahrscheinlich blind. Er hat Tomaten auf den Augen. Also professionelle Fotografin. Oh, guck mal, der hat Onschuhe an. Das ist vertrauenswürdig. Super, dann frag mal. Entschuldigung, könnten Sie von uns ein Fötterchen machen? Ich bin der Hinterstand. Okay. So, habe gerade ein paar gemacht. Es wird sicher ein gutes dabei sein. Sicher. Danke zum ersten Mal. Danke vielmals. Schönen Tag. Ist nicht so. Da ist nichts dabei. Entschuldigung, könnten Sie von uns ein paar Fötterchen machen? Das heißt, wir haben Entschuldigung, ist irgendetwas nicht gut mit meiner Arbeit? Sind Sie nicht zufrieden? Nein, alles gut. Danke vielmals. Wir haben nur eine zweite Meinung einholen. So eine Blödsinn, wir müssen ein richtiges Feedback geben. Bitte schön, so lassen wir mal machen. Kann ich denke schon. Also, jetzt machen wir aber mal ein bisschen mit. He? So, machen wir uns frech schräg, so ein bisschen lächeln. Zack, zack, zack. So, schauen wir das mal an. Da. Du, schau, das ist noch gut. Fantastische Aufnahme. Jetzt passt doch schon wieder irgendetwas nicht. Also ich sehe nichts, was stört. Komm mit, jetzt raus damit, ich mag Kritik wirklich vertragen. Okay, also schau mal, da hat es irgendwie einen Hund, der mir ans Bein pinkelt. Da läuft ein Flitzer durchs Bild. Und da hat es eine Sonnenfinsternis, die nur alle 160 Jahre stattfindet. Je nachdem, wie der Winkel vom Uranus ist, ist komplett unterbelichtet. Selber unterbelichtet? Es ist doch nur ein dummes Ausflugsfötterli. Ja, genau, da hat sie recht. Es ist nur ein dummes Urlaubsfötterli. Und das werde ich ja wohl noch einen bekommen. Stell noch mal einen, Kopf, verdammt sich noch mal. Also, jetzt machen wir mal mit. Sehr romantisch. Schön. Hochkommt. So. So, jetzt wollen wir mal schauen. So, jetzt ist gut. Schönen Tag noch. Es langt, Schatz. Ja, nein, aber schau, der Baum hat mich schon die ganze Zeit gestört. Wieso sagen Sie das nicht gerade? Ja, jetzt ist der Baum zu erwachen, aber jetzt hat es da eine neue Überbauung. Gut. Ja, komm, jetzt aber. Schön. Jawohl. So, jetzt ist aber gut. Ja, also im Frühling sieht es halt schon schöner aus. Ich hab Zeit. Mir auch. Ja, komm, jetzt aber. Nein, der Bauch ist ja nicht offen. Jetzt sollte aber langsam mal gut sein. Hä? Sie haben null fotografisches Auge. Ja, aber das kann man ja lernen. Ulala, c'est ça. Die Komposition, die Farbe. Man merkt einfach schon noch die mangelnde Berufserfahrung. Ja, was noch halb gedacht. Komm, geh wieder. Sehr gut. Karin, da ist es. Mehr links, alle. Mehr links. Schön, mach mal dein Ueli-Gesicht. Gut. Oh mein Gott, jetzt ist es perfekt. Wow, das ist richtig gut. Ich habe halt einfach die Augen zu, das muss schon mal eins machen. Ach komm, also für einmal können wir das durchgehen. Ja, da müssen wir es nicht so heikel tun. Hm? Du schickst mir es für meine Ausstellung. Klar. Danke. Guten Schulstart im Kleinen. Das ist gut. Das war jetzt ein kurzer Kut. Ja? Mhm. Ui, los, da kommt gerade ein Fax rein. Oh nein. Nein. Das ist ja schrecklich. Jetzt auch noch das. Hört es denn nie auf mit der schlechten Nachricht in diesem Jahr? Jetzt müsst ihr stark sein. Erste Umfragen zeigen,
Beliebtheit von Black Friday sinkt, meine Lieben. Ja. Black Friday, der Tag, an dem sich Discounter mit Schnäppli-Angebot gegenseitig überbieten und Kundinnen sich in den Läden Köpfe einschlagen. Ja, in rund einem Monat ist es wieder so weit, aber wegen steigenden Heizkosten und der allgemeinen unchilligen Art im Augenblick fehlt es nicht nur an Kaufkraft, sondern auch an Kaufrauschlust. Ja, man merkt aber langsam, kein Flatscreen geht so schön warm wie der alte Röhrenfernseher. Aber eventuell hat sich das mit elektronischen Geräten sowieso bald erledigt. Ein Blackout, also ein kompletter Stromausfall durch Netzbelastung, Wettereinfluss oder Sabotage, rückt immer mehr in Fokus der Behörden. Drohende Blackouts. Kantonspolizeien rüsten auf. Strommangel. Die große Angst vor dem Blackout. Blackouts und Strommangel. Zürich plant für den Ernstfall. Ja, Zürich plant für den Ernstfall. Dort werden also noch schnell alle E-Trotte aufgeladen, bevor es spät ist. Aber wenn sie die Panik geraten und den Weltuntergang verkünden, sondern in Ruhe mal schauen, wie die Schweiz gewappnet ist für den Fall der Fälle. Wir sind verloren! Nein, schauen das gute, gute und schlechte Nachricht. Fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Ja? Die Behörde rechnet mit einem eher kurzen Blackout, wenn einer kommen sollte. Laut Markus Meile, Stabschef der Zürcher Führungsorganisation, geht man im Extremfall von 2 bis 4 Tagen aus, bis der Strom wieder fliessen würde. Ich meine, das ist doch easy. 2 bis 4 Tage Blackout ist in Zürich ein Ausgang, oder? Jetzt aber zu der schlechten Nachricht. In diesen paar Tagen müssten wir für uns selber schauen können. Weil die Behörden dann höchstwahrscheinlich anderweitig beschäftigt sind. Weil auch nur ein kurzer Blackout hätte schon sehr weitreichende Folgen. Sagt Markus Raffelsberger, einer der gefragtesten europäischen Experten auf diesem Gebiet. Also die Kommunikation beispielsweise bricht weitestgehend sofort zusammen. Das Mobilnetz wird nach einer halben Stunde spätestens überlastet sein, auf Fernsehen fällt aus, damit fällt natürlich auch im Internet aus. Was würde relativ schnell nicht funktionieren, das ist so gut wie alles. Ja, einfach alles. Keine WC-Spülung mehr, Lift und Bahnen stecken fest, Tunnel werden gesperrt, Tankstellen und Banken schließen. Alles in den ersten paar Stunden. Ja? Und wir haben ja schon gesehen, was los ist, wenn man nur im Coop schon mal einen Tag lang nicht mit dem Kärtchen zahlen kann. Interessant an Markus Raffelsberger ist, er ist weder Wissenschaftler noch Regierungsberater oder Ähnliches, sondern eigentlich nur ein Bestseller-Autor. Unter dem Pseudonym Mark Elsberger schreibt er Katastrophenthriller. Dass er fast mehr befragt wird als behördliche Experte, zeigt, dass von Regierungsseite anscheinend noch einiges aufarbeitet werden muss. Für den Ernstfall schauen wir mal, was es gibt. Für den Ernstfall gibt es bei uns sogenannte Notfalltreffpunkte. Unsere heutige Welt ist gefährlich. Katastrophen können jederzeit und unvorbereitet eintreffen. Für solche Fälle bereitet der Bevölkerungsschutz in den Gemeinden zudem neu auch Notfalltreffpunkte als Anlaufstellen vor Ort vor. Ja, gibt es seit 2019, nicht gewusst, oder? Aber unter notfalltreffpunkt.ch kann man im Netz nachschauen, wo sich in der Nähe so ein Treffpunkt befindet. Gut, im Fall, dass der Godzilla angreift, geht das natürlich. Ja. Aber mit einem Blackout wird es halt schwierig, mit schnell im Internet nachzuschauen. Spannend auch, dass man zum Beispiel für das Tessin, die Westschweiz und auch Basel noch kein Notfalltreffpunkt eingerichtet hat. Gut, ich meine, Tessin ist schon immer so ein bisschen der Notfallpunkt für die halbe Deutschschweiz gesehen. Die Welschen werden wahrscheinlich vom Blauen Kreuz betreut und Basel. Ja, komm, Basel, ja, komm. He. Da soll der Roger schauen, in Basel. Ob die Notfalltreffpunkte, das ist spannend, ob die Notfalltreffpunkte aber wie vorgesehen betrieben werden können, hängt davon ab, wie viele Zivilschützler es überhaupt zu dem Notfalltreffpunkt schaffen. Zürcher Stabschef Markus Meile dazu. Wenn es uns noch gelingt, bieten wir die Leute telefonisch auf. Aber das braucht wahrscheinlich zu viel Zeit. Ja, wahrscheinlich braucht das aber zu viel Zeit. Ja? Das heisst, wir sind im Ernstfall darauf angewiesen, dass Zivilschützler von selber antraben, wenn es Licht ausgeht. Klartext, wir sind am Arsch, meine Damen und Herren. Ja? Erst recht, wenn der Godzilla angreift, geschweige denn, wenn das Mobilnetz ausfällt. 2014 hat man bei uns in der Schweiz getestet, was passieren würde, falls ein Blackout und eine Pandemie zusammenkommen. Resultat? Zwar haben noch einzelne interne Kommunikationsnetze von Energieversorgern, Transportunternehmen wie die SBB und Regierung funktioniert, sie konnten aber nicht mehr miteinander verbunden werden.
Gut, wahrscheinlich ist einfach außerhalb der Bürozeit getestet worden, könnte ich mir vorstellen. Immerhin, das weiss man, Radio SRF ist in der Lage, den Sendebetrieb auch bei einem Blackout aufrechtzuerhalten. Via eigene Notstromanlage auf UKW. Und das ist doch beruhigend, oder? Egal ob Blackout, Godzilla oder Atombombe, Seraphe-Rechnung kommt. Ja. Aber UKW-Radio, im UKW-Radio, heisst, du sitzt in irgendeiner eiskalten Wohnung, frierst den Arsch ab und darfst den nonstop Schawinski-Talk anhören. Ja. Du warst auch mit dem los? Ja. Gut, Solarien haben natürlich auch keinen Strom mehr in dem Fall. Ja. Aus diesen Gründen misstrauen immer mehr Leute am Staat und sorgen selber vor, um im Fall von einem Blackout gerüstet zu sein. Zum Beispiel mit eigenen Solaranlagen. Wir haben jetzt auf dem Dach oben 110 Quadratmeter. Das sind 63 Module an 375 Watt. Das gibt eine Gesamtleistung von 23,6 Kilowatt Peak. Das heisst, es ist die Maximalleistung, die ich brauchen kann. Das gibt gerechnet aufs Jahr etwa 24.600 Kilowatt Leistung, die sie eigentlich erbringen sollte. Ja, vor allem aber bringt es 6 im Kopf rechnen, habe ich festgestellt. Aber klar, ja, so bleibt man unabhängig. Und hey, man merkt vielleicht nicht einmal etwas vom Weltuntergang. Wenn die Nachbarn keinen Strom haben, wenn die Strassenbeleuchtung ausgeht. Aber sonst merken wir das gar nicht. Wir bekommen keine Meldung über, sondern die Anlage tut auch automatisch Umschalter auf Batterie. Ja, ist doch herrlich, oder? Die Welt brennt, aber die Milchmaschine, die läuft weiter. Top! Jetzt fragt man sich vielleicht die Milchmaschine. Klar, da braucht man, wenn das Feldende vor der Tür steht. Schaut hier den Matthias Steinmann, der sich auf seinem Schlössli krisensicher eingerichtet hat. Schon lange hat er eine eigene Tankstelle. Er hat Solarzellen, Petrollampen, ja sogar eine Milchmaschine, für das die Bauern aus der Nachbarschaft bei Stromausfall melken können. Ja, eigene Tankstelle und Milchmaschine. Ist das nicht ein bisschen übertrieben und verrückt, Herr Steinmann? Also das finde ich jetzt überhaupt nicht. Mir tut es verrückt, weil die anderen sich nicht vorbereitet haben. Ja, da kann er lachen auf seinem Schlössli. Ja? Da sehen wir aber wieder, wer die Apokalypse würde überleben. Alte, weisse Männer, so viel ist klar. Fun Fact am Rand, ein kleiner Fun Fact. Der Herr Steinmann, den wir hier gesehen haben, hat damals in den 90er die Geräte erfunden, die die Fernsehquote messen. Ja? Ich hoffe, der Godzilla verwünscht ihn. Hm? Aber um Recht hat er ja. Nicht erst seit dem Gaskonflikt mit dem Möchtegern-Zar Putin zählt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz ein Blackout zu einem der drei grössten Risiken für die Schweiz. Neben der Pandemie und einer Reunion der Bürzenbuben. Hm? Die Zürcher Regierung empfiehlt seit September deswegen. Zur Überbrückung eines kurz bis einige Tage andauernden Blackouts ist die Bevölkerung angewiesen, einen entsprechenden Notvorrat mit lebenswichtigen Gütern zu halten, der für rund eine Woche ausreicht. Ja, nicht zum ersten Mal. Immer wieder in den letzten Jahrzehnten ist auf einen Notvorrat aufmerksam gemacht worden. Schau mal hier, 1950. Um für jeden Fall fürs Erste die Familie aus dem Speiseschrank verpflegen zu können, wurde die Hausfrau wiederholt zum Anlegen von Notvorräten aufgerufen. 30% der Frauen scheinen zu glauben, dass heute so überreichliche Angebote an Esswaren können niemals ausbleiben. Ja, und 95% von allen Männern glauben, dass man mit einem alten Karabiner und einer Tafel Militärschocke damals den Hitler hätte abgewehrt. Hm. Aber wenigstens haben Frauen, muss man sagen, an dieser Umfrage schon teilnehmen in den 50ern. Wahr aber ist, die Menschen in der Schweiz fühlen sich sehr sicher. Vielleicht zu sicher. Auch in den modernen Zeiten verpuffen die Aufrufe der Regierung wenigstens ein bisschen vorzusorgen. Im Nichts. So, wenn der Strom ausgeht, kann ich nichts überleben. Notvorrat daheim? Ja, also genug Wasser, Gemüse und ja, Kartoffeln. Überhaupt nichts irgendwie gelagert oder so. Vor allem jetzt am Neujahrstag haben wir alle Wasser gebraucht. Man verstaut nach der Party Nachbrand, aber jetzt haben wir gar nichts. Wieso sollte man das machen? Ja, in was für einem schönen Land wir doch leben, ja. Da zählt wirklich als grösster vorstellbarer Notfall, dass man den Nachbrand nicht löschen kann. Und für alles andere hat sie Herdöpfel im Keller. Dabei wäre es doch so einfach und vor allem wichtig, sich ja, mit dem Nötigsten einzudecken. Wie Bestseller-Autor und Blackout-Experte Markus Riffelsberger weiß. Weil dann kann sich die Polizei und die Feuerwehr und die Rettung um die Dinge kümmern, die wirklich wichtig sind. Weil die Leute erstmal was zum Essen haben, weil sie was zu trinken haben, weil sie, die, wenn man chronisch krank ist, die notwendigen Medikamente ohnehin zu Hause hat, etc. Ja. Aber wenn alle Aufrufe von Behördenseite nicht fruchten, ja, wie denn die Leute aufmerksam machen auf den guten, alten, werten Notvorrat?
Hey, vergessen den Black Friday. Was es jetzt braucht, ist ein Blackout Friday. Jetzt zugreifen! Drei Paletten Dosenbohnen zum Extrapreis. Dazu passend Klopapier à Diskretion. Außerdem 100 Liter Brennsprit. Tipp, dazu 100 Liter Grenadinesirup zum Mischen. Wärmt herrlich von innen. Und für den Überlebensprofi, zu jeder Tonne Kartoffeln gibt's eine Melkmaschine dazu. Nein, palettenweise Sachen bunkern ist jetzt auch komplett das Falsche. Geht am besten auf die Seite vom Bund. Dort findet ihr die paar Kleinigkeiten, die es braucht, um vorgesorgt zu haben. Weil eins wissen wir alle: Vorsorge ist immer besser, als im Kerzenlicht müssen der Nachbar aufessen. Ja? Das war es also wieder von uns. Wenn der Strom noch reicht, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, keine Panik. Es wird alles gut. Tschüss zusammen. Gute Nacht.